Debatte, Dieter Janicek für Bündnis 90 Die Grünen. Das stimmt. Ich habe es nicht gehört, Frau Präsidentin, aber es stimmt bestimmt. Sehr geehrter Herr Lenkert, auf Sie möchte ich gleich direkt eingehen. Ich finde ja, dass Sie auch in diversen Debatten immer einen sehr technikverständigen und auch manchmal sehr kreativen Ansatz pflegen. Wir hatten das beim Smart Metering Gesetz, wo es um das Thema Schwarmintelligenz ging. Und jetzt auch finde ich richtig und gut, dass Sie hier nochmal explizit auch auf die Einwendungen der 70.000 Amateurfunker eingehen, weil wir die in der Tat auch ernst nehmen müssen und sollen und tun. Allerdings heißt das nicht zwangsläufig, dass wir dann zur gleichen Abwägung kommen wie Sie, nämlich im Sinne einer Anhörung dann Interessen über das, ich sag's mal, Gemeinwohlinteresse stellen in diesem Fall. Also wir haben gelesen, was der Deutsche Amateurradioclub e.V. geschrieben hat über den runden Tisch Amateurfunk. Wir haben allerdings auch die Gerichtsurteile gelesen vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, bezugnehmend auf den Verwaltungsgerichtshof Gelsenkirchen, wo jemand versucht hat zu klagen, auch gegen die Bundesnetzagentur. Und am Ende hat halt das Gericht auch entschieden, dass ja die momentanen Regelungen einfach auch so sachgemäß sind. Und das ist eben die Ausgangslage. Und deswegen nochmal das klare Signal auch von hier aus. Wir schätzen das sehr wert, was die Amateurfunker machen. Und wir wollen auch wirklich jegliche Diskriminierung abwehren. Aber das wird auch in diesem Gesetz eben nicht so getan. Und deswegen sind auch diese Bedenken so nicht berechtigt. Und natürlich gibt es auch kein Recht auf Störungsfreiheit, also in jeder Region Deutschland. Das ist nicht möglich, einfach aufgrund der Betriebsmittel, die wir heute auch haben. Und die werden auch zunehmen. Vielleicht werden wir in einigen Jahren noch mal neue Diskussionen führen müssen, weil natürlich die Strahlungsintensität nicht abnimmt in Deutschland. Das ist so. Aber deswegen machen wir eben auch so eine Novellierung heute. Und die ist im Kern auch richtig. Ist übrigens eine europäische Richtlinie, die wir hier also auch zum Wohle der Vereinheitlichung umsetzen wollen. Und deswegen ist dieses EMVG in der jetzigen Umsetzung im Kern zu begrüßen. Ich will das jetzt auch gar nicht mehr im Detail alles ausführen, was Sie noch mal zu den Umsetzungstatbeständen gesagt haben. Vielleicht noch mal ein paar Punkte ganz kurz. Also entscheidend ist ja bei den Neuerungen für bestimmte Wirtschaftsakteure, dass alle Akteure einer Handelskette formal als Hersteller gelten und zum Beispiel alle Dokumente wie Betriebsanleitung über ein Produkt vorhalten müssen. Damit soll dann gewährleistet werden, dass Zwischenhändler sich nicht durch einen Verweis auf Produzenten in Übersee entlasten können, wenn ein Verstoß gegen die Vorgaben des EMVG vorliegt. Und ganz entscheidend ist ja auch, dass die Händler dadurch dann auch zur Kooperation mit der Bundesnetzagentur als Marktüberwachungsbehörde verpflichtet sind. Und das bedeutet eben zum Beispiel, sobald ein Händler bei Inbetriebnahme eines Gerätes ein Risiko feststellt, dass er dann unverzüglich die Bundesnetzagentur informiert. Also das ist gut geregelt in dieser Form. Wir achten natürlich trotzdem darauf, eben was den Amateurfunk angeht, dass wir hier nicht auf eine Schieflage geraten. Die ist aber momentan nicht gegeben. Und in diesem Sinne sind wir da einfach auch ja, bei Ihnen, dass das der richtige Weg ist im Kern. Dankeschön. Vielen Dank, Dieter Janicek.